Wir von der Stiftung Energie und Klimaschutz sind heute am Green Innovation and Investment Forum in Stuttgart zu Gast. Was ist das? Im Prinzip ist das eine Plattform, auf der junge nachhaltige Startups auf Geschäftspartner aus der Wirtschaft und aus dem Finanzwesen treffen und sich so ein bisschen vernetzen können. Neben mir steht Markus Bergmann von Carla Cargo und wir stehen hier auf einem Fahrradanhänger. Was ist das genau? Ja, das ist eine neue Methode, um klimafreundlich eine Transportlösung zu lösen oder ein Transportproblem, was man hat, zu lösen. Das ist ein Lastenfahrradanhänger, der ist dreirädrig, funktioniert wie ein E-Bike und abgehängt wie ein elektrischer Handwagen. Marie Wemme von Twipes hat mir gerade so ein Taschentuch in die Hand gedrückt. Sieht für mich jetzt aus wie ein ganz normales feuchtes Tuch, aber es verbirgt sich ganz viel mehr dahinter. Genau. Also wir sind Twipes. Wir stellen die ersten Feuchttücher auf dem Markt her, die sich innerhalb von 3 Stunden im Wasser zersetzen. Im Vergleich dazu, der Marktführer im Moment, das ist Cotonelle, dauert 3 Jahre, um sich im Wasser zu zersetzen. Und hier sieht man Twipes. Es hat sich jetzt 3 Stunden Wasser befunden und wie man sieht, hat sich bereits zersetzt. Wir sind also die Ersten, die das machen und wollen damit auf den Markt kommen, das an Normalverbraucher bringen und damit die Umwelt verbessern. Aber im Moment gibt es das Problem, dass sich Abflussrohre verstopfen, wenn man Feuchttücher die Toilette runterspült. Dadurch muss 180 Millionen Euro im Jahr verwendet werden, um die Abflussrohre zu klären. Mit Twipes würde das nicht mehr passieren dann. Jetzt stehe ich hier am Stand von Intel Flows und habe von Raswan Suter neben mir diese Box in die Hand gedrückt bekommen. Raswan, um was handelt es sich bei dieser Box? Hi Tobias, this is basically our hardware solution. It has a circuit board inside with many sensors on top, which these sensors are basically registering data about air pollution. Ich bin jetzt bei der Firma Sumtec aus Köln und die haben ein Verfahren entwickelt, wie man Dämmstoffe neu herstellen kann. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein sogenannter Polymer-Nanoschaum, der durch meine Mitgründer Alexander Müller und Dr. Roland Oberhofer entwickelt wurde. Um es mal plakativ zu beschreiben, man braucht eben nur noch die halbe Schichtdicke an Styropor zur gleichen Dämmleistung. Neben mir steht Herr Luxinger von der Firma TwinTech. Ist es eine Drohne oder was ist das? Das ist eine Drohne, die an einem Seil fliegt und Energie aus dem Wind erzeugt. Also die Energie wird am Boden erzeugt. Also grundsätzlich funktioniert das so, können Sie das mal halten. Wir fliegen raus, wir ziehen an dem Seil und das Seil wird abgewickelt. Und hier drin ist eine Spule, die fängt an zu drehen und dort ist der Generator, der dann Strom ab. Also wir gehen raus mit viel Kraft, kommen zurück mit wenig Kraft, raus mit viel Kraft. Und diese zyklische Seilkraft wird dann da am Boden in elektrische Energie mit einem konventionellen Generator umgeformt. Die Ideen, die hier heute präsentiert wurden, können sich wirklich sehen lassen. Mein Fazit des Tages lautet, bitte, bitte dranbleiben.